Sodale, mal wieder Improvisationsbastelzeit und ja, eigentlich ein Revisit von einem Projekt, was wir schon mal hatten. Aber fangen wir doch erstmal an, worum geht's denn? Nun, ich habe ja wahrscheinlich inzwischen wisst, einige Serverräume unter meinen Fittichen. Und ja, Server sind kleine pissige Biester, die wollen immer alles so haben, wie sie sich das vorstellen. Und ja, vor allen Dingen bei der Umgebung ist das dann doch wichtig. Eins ist da relativ klar, wahrscheinlich, wenn ich mit jedem rede, ja, die Temperatur muss halbwegs stimmen. Wenn ein Server nicht kühlen kann, dann ist das schlecht. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, nämlich die Luftfeuchte. Denn das Problem ist, wenn die Luft zu feucht ist, ja, dann kann irgendwie sich Wasser absetzen und Wasser und Elektronik ist immer relativ schlecht. Also müssen wir es trocken bekommen, richtig? Na, auch nicht ganz. Denn wenn wir eine trockene Luft haben, und das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr bei trockenem Wetter euch irgendwie an der Kleidung reibt oder so, dann kriegt ihr dieses wunderbare Kritscheln. Das kann auch in Servern passieren, elektrostatische Aufladung, möchte man auch nicht haben. Also sollte die Luftfeuchte irgendwo in der Mitte sein. Problem an der Sache, ja, in einem Raum habe ich den Verdacht, dass die Luftfeuchte halt nicht mehr stimmt. Ich möchte da so ein bisschen Trend machen und, ja, was heißt das für uns? Wir brauchen definitiv irgendwas, um Luftfeuchte zu messen. So, Bastelkiste hat zum Glück noch die Teile hier. Das sind die, ja, eigentlich DAT-11 oder DAT-22. Die hier heißen jetzt AMS-2302. Ist im Prinzip, ups, ungefähr dasselbe. Das sind kleine Sensoren, die messen die Temperatur, die Feuchte und schicken das Ganze als digitales Signal raus. So, der Chip, der läuft jetzt natürlich nicht so ganz nur mit Magie, sondern wir brauchen noch irgendeinen Prozessor. Generell würde ich ja wie üblich sagen, hey, holen wir hier irgendwas in Richtung Arduino. Aber, Arduino, da kriege ich vielleicht USB raus, aber USB an Server, meh. Server sind noch eher kritische Sachen, das möchte ich möglichst vermeiden, da irgendwas dran zu stöpseln. Ich habe da in der Ecke allerdings WLAN. Also, WLAN, sagt uns doch noch was. Genau, der gute alte ESP8266. Kleiner Chip, kostet nicht viel, hat genügend Pins für so einen Sensor anzusteuern und per WLAN kriege ich die Daten raus. Wunderbar. Der hier, der hat sogar noch so ein bisschen Peripherie, muss ich gleich mal gucken, ob das noch stimmt. Und dann würde ich mal sagen, verheiraten wir die beiden. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, was machen wir denn jetzt? Wer sich erinnert, bei meinem letzten Video zu dem Thema, da hatten wir das Ganze über eine fertige Firmware gemacht. Die hatte hier eine Webseite einfach aufgemacht und auf der Webseite konnte man das Ganze dann sehen. Diesmal machen wir das Ganze ein bisschen intelligenter. Und zwar gehen wir erstmal hin und lassen nicht mehr hier drauf eine Webseite laufen, sondern wir machen von hier aus einen HTTP-Push. Ich werde als Gegenstelle jetzt mal wieder Volkszähler benutzen. Das heißt, der hier wird einen HTTP-Request an meine Volkszähler-Installation schicken und den Messwert so übermitteln, beziehungsweise die zwei Messwerte. Aber im Prinzip alles, was irgendwie HTTP-API hat, könnt ihr relativ einfach damit ansprechen. Also auch beispielsweise Grafana bzw. InfluxDB oder die ganzen Cloud-Dienste. Da gibt es irgendwie tausende, wo ihr eure Messwerte reinschaufeln könnt. Ist alles nicht wirklich ein Problem. Ihr müsst nur die URL entsprechend hier drin hinterlegen. Speaking of hinterlegen, es hat sich ja einiges hiermit getan. Ich hatte ja auch schon ein Video gemacht, wie man das Ganze unter Arduino verwendet. Und Arduino werde ich auch hier verwenden. Und diesmal gehe ich auch hin und lasse das Ding dann schlafen. Dadurch, dass wir jetzt keinen Webserver mehr drauf haben, der ständig lauschen muss, können wir hier das Ding nämlich quasi komplett abschalten, wenn wir gerade keinen Messwert liefern. Und ich würde mal schätzen, ein Messwert, was weiß ich, alle paar Minuten vielleicht mal. Das würde mir eigentlich reichen. Also legen wir das Ding so lange schlafen, spart eine Menge Strom. Und wenn wir bei Strom sind, ja, man kann es natürlich mit Batterie machen, allerdings, ja, ich werde es jetzt wahrscheinlich eher mit einer 5 Volt USB-Buchse machen. Ein Netzteil irgendwo hinzubauen, das ist kein Problem und USB hat halt den großen Vorteil. Da kriegt man fertige Netzteile, die haben entsprechende Sicherheitszertifizierungen. Da muss man dann noch nicht lange diskutieren. Man sollte natürlich nicht unbedingt das vom Euroladen um die Ecke holen, denn diese Wandwarzen, ja, die gehen gerne mal in Flammen auf, egal welche Sicherheitssiegel drauf gedruckt sind. Aber lieber was Fertiges, als dass wir jetzt hier irgendwie versuchen, etwas zu basteln. Gut. Ja, Schritt 1 würde ich mal sagen, wir gucken mal, dass wir hier den soweit fertig kriegen. Ich sehe, hier ist irgendwie eine Lötstelle kaputt, die mache ich mal neu. Und dann alles soweit anschließen, dass wir programmieren können. Okay, also üblicher Programmieraufbau. Wir haben die beiden Widerstände hier unten drin, die entsprechend die GPIOs nach unten ziehen. Nee, nach oben auf High, so rum war es ja. Und wir haben unseren Seriell-Konverter, mit dem kann ich dann jetzt an den Laptop rangehen. Und hey, ich habe auch noch zwei Drähtchen gefunden mit 3,3 Volt. Wunderbar. Jo, kommt auch gut Leistung rüber, also fertig zum Programmieren. Ja, und dann folgt, wenn wir bei der Hardware sind, noch ein etwas ungemütlicher Teil, nämlich ja, Sleep Mode.
Wie gesagt, ich möchte das Ding möglichst so weit schlafen legen, wie es geht. Das Problem ist, ja, für den tiefsten Schlafmodus, den Deep Sleep, hat der ESP01 leider keine Hardware für. Heißt also, wir müssen ein bisschen basteln, um auch den tiefsten Schlafmodus zu erlauben. Das erste, was wir da machen sollten, ist hier oben die Power-LED zu entfernen, denn ja, die braucht natürlich auch, wenn sie leuchtet, Strom. Also runter damit. Und das zweite wäre der ESP8266, also der Chip, der hier drauf ist. Der hat den GPIO16 und der kann genutzt werden, um aus dem Deep Sleep Mode zeitgesteuert aufzuwachen. Um das nutzen zu können, müssen wir den mit Reset verbinden. Gibt's nur ein Problem? Ja, der ESP01 hier hat keinen GPIO16. Das heißt, wir müssen direkt an den Chip dran löten. Verdammt. Also, Lötkolben aufgeheizt, ein kleines Drähtchen rausgezogen, beziehungsweise, ja, eigentlich ist es eine Ader aus einer Litze, denn sonst habe ich nichts, was dünn genug ist. Und ja, dann braucht man sehr viel Nerven, um dieses kleine Drähtchen oder Äderchen hier an dem QFN32-Paket irgendwie festzubekommen. Juhu. Okay, einige Nerven später, das kleine Drähtchen hängt. Damit sollten wir jetzt auch in der Lage sein, einen Deep Sleep Reset zu fahren. Da würde ich mal sagen, probiere ich mal das Ganze irgendwie zu programmieren. So, dann kümmern wir uns mal um die Software und ich benutze hier die Arduino IDE. Wie man die einrichtet, habe ich im Video schon mal gezeigt. Guckt einfach mal in der Infobox hier. Da ist nochmal das Video und entsprechend habe ich hier auch schon ausgewählt. Generic ESP8266 Module. Was wir jetzt noch brauchen, das ist eine entsprechende Bibliothek, um den DAT anzusteuern. Da gehen wir einfach mal hier auf Bibliotheken verwalten. Und wenn man da geladen hat, kann einen Moment dauern, suchen wir nach dem DHT. Und wir sehen hier Adafruit, DAT Library, noch eine Adafruit, noch eine... Okay, ich denke, wir holen hier oben die. Die sollte eigentlich passen. Klicken auf Installieren. Kann einen Moment dauern. Installed. Wunderbar. Dann holen wir mal den hier noch dabei. Adafruit, required for all Adafruit, okay, Exception Layer, ich glaube, den brauchen wir dann auch noch. Installieren wir den gerade. Als nächstes gucken wir dann mal bei unseren Beispielen, ob diese Adafruit Library uns auch entsprechend ein Beispiel mitliefert. Tut es, das ist sehr gut, können wir das hier entsprechend verwenden. Aber die Sache ist, das hier ist jetzt ja für ein Arduino gedacht, das heißt, wir müssen natürlich noch irgendwie was für ein ESP basteln. Und dafür gucken wir dann mal hier ESP HTTP Client, Basic HTTP Client, hört sich gut an. Nehmen wir den noch entsprechend als Sample hier. Und dann würde ich sagen, basteln wir uns das einfach mal zusammen. So, wir haben hier unseren neuen Sketch und dann fangen wir einfach mal an, uns zusammen zu kopieren. Erstmal hier diese ganzen Sachen für den ESP. Und dann brauchen wir natürlich noch die entsprechenden für den DHT. Alles included? Alles included. Wunderbar, kommen wir zu den Defines. Beim ESP ist das relativ übersichtlich. Das ist nur dieser Wi-Fi Multi, wie auch immer das, was auch immer das sein soll. Hier wird es schon komplizierter, denn ja, da haben wir hier einmal Delay MS. Ich denke, den können wir gleich rausschmeißen. Aber mal gucken. Wir haben den Typ. Ja, wenn ich das jetzt noch wüsste, ich meine, es waren 2302. Und der Pin. Der Pin ist jetzt das größere Problem, denn der muss natürlich auch frei sein. Also nehmen wir uns mal hier unser gutes altes Cheat-Sheet vor und ja, GPIO2, der ist hier, den können wir benutzen. Also können wir die Definition hier da lassen, DHT-Pin 2. Als nächstes kommen wir zum Setup und zwar haben wir hier U-Serial. Ich denke mal, den seriellen Port, den werden wir nicht bemühen. Stattdessen direkt ein entsprechendes AP-Add, das heißt, wir verbinden uns zu einem Access-Point. Wir haben hier SSID und Passwort. Ich denke mal, ich hänge es einfach mal wieder hier ins Freifunknetz. Da müssen also eure WLAN-Zugangsdaten rein. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Der macht ein DHT-Begin. Macht dann hier Get-Sensor. Okay. Gibt eigentlich die ganzen Max-Value, Min-Value, Resolution und so weiter aus. Ich denke mal, das können wir sogar unterlassen. Nein. Okay, das Delay MS brauchen wir tatsächlich. Haha, ich sehe schon. Und zwar, der geht hin, liest erstmal die Werte vom Temperatursensor aus, bekommt dann unter anderem die den Min-Delay oder Min-Value. Und das besagt am Ende, wie schnell hintereinander wir die entsprechenden Lesevorgänge machen können, ohne dass wir uns gegenseitig stören. Das brauchen wir natürlich, deswegen lasse ich es mal so. Ich glaube, die Temperature müsste man eigentlich wegmachen können, aber lieber etwas zu viel als zu wenig. Also, Sensor wurde initialisiert.
können wir in die Loop weitergehen. Die Loop hat erstmal Delay MS für die entsprechende Zeit. Hm. Können wir tun. Dann nehmen wir Sensor, DRT Value Event. Dann haben wir hier entsprechend einen Fehler, wenn er nicht lesen kann. Ja, den können wir im Moment nicht abfangen. Also lassen wir den erstmal so stehen. Und hier würde er jetzt die Serial Print Temperature machen. Da müssen wir nachher unseren entsprechenden Request auf HTTP-Ebene durchführen. Und ich schätze mal, das Ganze geht jetzt hier dann nochmal genau auf die Humidity, also die Luftfeuchte. Dann gucken wir mal, wie wir das jetzt zusammengebastelt bekommen. Erstmal machen wir hier eine Schleife rein. Wi-Fi Multi Run gleich gleich connected. Das ist bei uns nicht der Fall. Also sagen wir, wenn. Und dann machen wir eine While-Schleife. Genau, while nicht connected, also solange wir noch nicht connected sind, machen wir einen Delay mit einer Sekunde. Warten wir mal eine Sekunde, ob wir dann WLAN haben. Und wir machen noch eine Schleife rein. Machen wir hier ein Byte. Max Rate gleich mal 20. Hier machen wir Max Rate minus minus. While not connected und Max Rate größer 0. Das heißt in dem Fall, wir würden jetzt hier, wenn wir nicht verbunden sind, für eine Sekunde warten. Aber das nur maximal 20 Sekunden lang. Das heißt, wenn wir 20 Sekunden keine Verbindung bekommen, dann fliegen wir hier unten raus. Müssen wir natürlich dann entsprechend noch abfangen. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein, sagen ist connected. Und nur wenn wir verbunden sind, dann lesen wir die Sensoren weiter aus. Gut, kriegen wir, denke ich, irgendwie hin. Also nächster Punkt. Wir machen einen HTTP-Client. Dann holen wir uns hier unsere URL. Machen den GET-Request. Bekommen dann hier einen entsprechenden HTTP-Code zurück oder eine Fehlermeldung, dass es nicht funktioniert hat. Die Fehlermeldung können wir mal wieder nicht abfangen, weil wir haben halt keine Möglichkeit, eine Rückmeldung zu machen. Was man natürlich machen könnte, wäre irgendwie noch eine zusätzliche LED oder sowas auf den entsprechenden Dings, auf das Board. Wobei, ich könnte mal gucken, ich glaube, da ist eine LED drauf, die ist mit RX verbunden, aber wenn wir keinen Serial nutzen, könnte das gehen. Aber generell, wir werden es mitbekommen, wenn es nicht funktioniert. So, und wir gucken, ob der HTTP 200 ist. Wenn ja, hat alles funktioniert. Wenn nein, hat es irgendwie nicht funktioniert. String Payload können wir eigentlich alles lassen. Im Prinzip können wir die ganze Abfrage weglassen, denn wir haben eh nichts, wo wir ausgeben können. Man kann es rein kommentieren, wenn man den seriellen Port benutzt, aber ja, serieller Port, er belegt zwei Pins und wir haben nicht allzu viele und er braucht auch wieder Strom. Ja, lassen wir mal so. Gut. Was wir jetzt noch machen müssen, ist uns hier die URL irgendwie zusammenbauen, denn das geht so mit Sicherheit nicht. Also versuchen wir mal ein bisschen zu tricksen und zwar mit Arduino Strings. Die sind zwar nicht unbedingt sehr effizient, was den Speicher angeht, aber meh, wir haben ja doch ein bisschen was in dem ESP frei, von daher können wir das ruhig machen. Also machen wir hier ein String, URL ist gleich und hier fangen wir dann schon mal an, unsere URL zu basteln. Und zwar wäre das... In meinem Fall schräger Frontend, schräger. Oh, und ich merke gerade, wir müssen sogar zwei Requests machen, denn Volkszähler kann meines Wissens gar nicht zwei Ads in einem HTTP-Request. Okay, auch das kriegen wir irgendwie hin. Und zwar Frontend, schräger Middleware.php, schräger Data. Dann machen wir da draus URL Start. Dann können wir die sogar eigentlich const machen, oder? URL stop ist dann bla 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 bla. Dieser Wert hier. Nun haben wir noch die UUIDs entsprechend im Volkszähler. Die bekommen wir am einfachsten, indem man im Volkszähler-Interface hier sagen Kanal erstellen. Sagen dann hier erstmal Temperatur. Titel ESP8266 Temperatur. Wir machen das Ganze öffentlich, wählen eine Farbe aus. Line, Auto, Auflösung, passt alles. Kanal hinzufügen, Kanal erstellen. Und diesmal machen wir nicht Temperatur, sondern Luftfeuchtigkeit. ESP8266 Feuchte. Öffentlich, wieder eine schöne Farbe. Erstellen.
So, wir haben unsere Kanäle erstellt, klicken auf Info und hier oben ist diese UUID. Die brauchen wir. Das ist die Temperatur, die fügen wir entsprechend hier ein. Und dasselbe machen wir dann nochmal für die Feuchte, fügen wir hier ein. So, jetzt müssen wir uns nur noch an der richtigen Stelle unsere URLs zusammenbauen. Das machen wir dann, indem wir eine Variable machen, URL temp. Die setzen wir dann zusammen, die ist nicht konstant. Da schreiben wir erstmal den URL-Start-Block rein. Dann gehen wir mal hier runter. Und das hier ist ja die Stelle, wo wir reinspringen, wenn wir eine vernünftige Temperatur bekommen haben, die gelesen wurde. Dann gehen wir jetzt hier hin und sagen URL temp plus gleich. Jetzt brauchen wir ja die UUID für temp. Dann URL temp plus gleich URL stop. Das ist also der zweite Block nach der URL. Und last but not least, URL temp plus gleich. Und dann die event.temperature. Das ist also die Temperatur in Grad Celsius. So, URL ist zusammengesetzt. Jetzt müssen wir nur noch senden. Ich denke mal, das verlagern wir sogar noch in eine eigene Funktion hier. Dann haben wir es sauber. Void send data string URL. Zack. Dann machen wir hier nämlich einfach die URL hin. Und hier sagen wir mal send data URL. Ich habe irgendwie die Befürchtung, weil es so orange wird, dass es SendData schon gibt. Also machen wir da SendHttpData draus. Dann kollidieren wir nicht mit den eingebauten Funktionen. URL underscore temp wird hier oben dann zu URL. Das Einzige, was wir hier noch machen müssen, ist die richtige IP eintragen, entsprechend wo eure Instanz erreichbar ist. Und dann sollte das theoretisch funktionieren. Das Ganze wiederholen wir dann nochmal. Und zwar für Humidity. Ich glaube, wir machen das so, dass wir hier den nochmal zurechtsetzen, dass wir sicher sein können, dass es richtig ist. So, dann können wir nämlich hier oben auch leer lassen. Und hier unten machen wir natürlich nicht die UUID temp, sondern die UUID hamid. Und event.relative humidity. Und auch den senden wir. Soweit, so gut. Wenn wir jetzt nicht allzu viel falsch gemacht haben, dann sollte sich das kompilieren lassen. Augen zu, klicken. Jo, das sieht gut aus. Wir haben einen Code, der kompiliert. Fehlt noch eins, nämlich das Schlafen. Und um das zu tun, gehen wir einfach hier unten rein. Momentan hätten wir ja quasi die Loop und er würde jedes Mal, wenn wir da durchlatschen und Wi-Fi ist verbunden, hier die Werte schicken. Das heißt, sehr schnell hintereinander. Und normalerweise würde man jetzt hier unten hingehen und würde dann sagen, Delay, keine Ahnung, 30 Sekunden oder sowas oder 5 Minuten oder ähnliches. Nun, wir sagen statt Delay einfach ESP.deepSleep und hier hinter, das sind Mikrosekunden. Das heißt 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, das wäre eine Sekunde. Na super. Jetzt ist die Frage, wie oft wollen wir es? Sagen wir mal alle 60 Sekunden. Also jede Minute würden wir jetzt aufwachen, per WLAN verbinden und entsprechend einen Messwert schicken. Ist vielleicht ein bisschen viel und ich werde es jetzt sogar nochmal kleiner machen auf 10 Sekunden, einfach nur, dass ich in Ruhe testen kann. Spielen den Code drauf und ja, Augen zu und durch. Hoffentlich kommt es dann an. Gut, vielleicht sollte ich meine IP dann vorher noch eintragen. Wie immer in der Beschreibung gibt es auch den Link zu meinem Blogbeitrag, da finden sich die ganzen Codes. Ist mit Sicherheit noch nicht so optimiert, wie es für einen Produktivbetrieb sein sollte, aber vielleicht ja für den einen oder anderen ein guter Startpunkt. Und wenn wir schauen, jetzt ist da noch kein wirkliches Programm drauf, ich weiß nicht, was er macht. Aber da scheint er jetzt so um die 73 mA zu verbrauchen. Wenn wir aber mit dem Oszilloskopenblick drauf werfen, dann sehen wir haben da ein bisschen Springen drin. Wir haben immer mal diese Hügel, in denen dann der Stromverbrauch steigt. Da sind wir dann bei, steht es hier überhaupt irgendwo? Nee, noch nicht, Moment. Ja, jetzt sehen wir es, da geht es hoch bis teilweise so 360, 400 mA. Und das sind halt auch die, die man entsprechend ausbügeln muss mit seiner Stromversorgung. Und dann korrigieren wir noch schnell unser Board. Ich habe erstmal noch einen Widerstand reingemacht, um entsprechend CHPD auf High zu ziehen. Sonst macht das Modul ja bekanntlich nichts. Und zum Programmieren müssen wir noch den GPIO 0 was auf Load ziehen. Das heißt, wir müssen hier den blauen, den Widerstand, der im blauen dran ist, den müssen wir umbiegen auf Low.
Und wenn wir den Chip im Programmiermodus starten, sieht irgendwie halbwegs identisch aus, oder? 77 mA. Ja, aber nur solange wir nicht auf Oszilloskop gucken, denn ja, der Current Draw hier, der geht so zwischen 200 mA und 0 Volt immer hin und her. Also offensichtlich probiert er was zu empfangen, merkt nichts, geht wieder schlafen, probiert wieder zu empfangen und so weiter. Na gut, programmieren wir mal. So, und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal so einen Standardlauf an. Ich schalte jetzt die Stromversorgung ein. Wir sehen, das Ding bootet. War mein Stromverbrauch von ungefähr 70 mA. Und nee, da hat was nicht funktioniert. Na doch, jetzt hat er resettet. White Wifi. Und jetzt ist er in Sleep Mode gegangen. Und wir sehen, 0,0. 2 mA zieht das Ganze im Sleep Mode. Das ist nochmal eine Hausnummer. Und dann schauen wir uns das Ganze auch nochmal hier auf dem Oszilloskop an. Wir sehen hier in Gelb entsprechend die Milliampere. Ein bisschen Rauschen drin, aber soll man nicht stören. Ein Kasten sind 50 mA. Das heißt, wir haben hier 100, 200, 300 bis ganz oben in 400 mA. Und ich schalte ein. Wir sind jetzt hier so bei 70 mA mit diesen hohen Spikes, weil er versucht, eine WLAN-Verbindung herzustellen. Und jetzt sehen wir, er ist in Sleep Mode gegangen. Jetzt wieder aufgewacht. Ich habe, glaube ich, im Moment 2 Sekunden Sleep Mode drin. Mal gucken. Sleep Mode. Und er wacht wieder auf. Okay. Passt. Okay. Also fehlt nur noch eins, nämlich der eigentliche Sensor, denn momentan kommt nicht wirklich was an, weil er ja auch nichts finden kann. Dann holen wir einfach den hier mal. Stecken ihn mit aufs Breadboard. Dann gucken wir mal, was wir brauchen. Wir haben jetzt hier unten ja 4 Pins. Das kommt doch hin. Also der erste Pin VCC. Der kommt entsprechend an die Plus-Schiene. GND, also negativ, ist entsprechend dann ganz rechts auf den 4. Pin. So, der 3. Pin, der bleibt frei. Und auf dem 2. da haben wir unser Signal. Das wäre dann der hier. Der geht an GPIO2. GPIO2 ist der grüne bei mir. Da muss ich jetzt mal ein bisschen hier umsortieren, dass alles ein bisschen problematisch ist. Und der sollte eigentlich 10K Ohm ungefähr sein. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist der hier. Der müsste, glaube ich, um die 3 haben. Also tausche ich mal aus. Dann klemmen wir den auch noch an. Okay. Wir haben jetzt den 3 Kilo Ohm Widerstand drin und hier irgendwo fliegt auch noch unsere Leitung rum. Die klemmen wir da mal mit da dran. Und dann schauen wir mal mit Debug-Ausgaben, was er auf dem Bildschirm sagt. Und zum Test gerade Purman Screen Capture. Ich gebe Strom drauf, wir warten auf Wi-Fi und... sieht nicht so aus, als ob der Sensor möchte. Nein, Error Reading Temperature, Error Reading Humidity. Also, das hat noch nicht funktioniert. Gut, messen wir mal die Spannungen, ob da alles stimmt. Eventuell noch einen kleinen Kondensator an den Sensor dran. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Hey, das sah doch gerade gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Yep. So, grober Aufbau läuft, aber das sieht jetzt natürlich noch ein bisschen chaotisch aus. Also, meine Restekiste geguckt. Ich habe noch ein bisschen Platinenmaterial. Leider alles mit Streifenraster. Ist halt gerade bei dem ESP ein bisschen doof, weil der die 2 hintereinander liegenden hat, aber kriegen wir schon hin. Jo, und Problem. Ich meine, die beiden passen zwar hier so, den hier würde ich natürlich noch irgendwie auf einen Sockel machen, dass man den rausnehmen kann zum Programmieren oder sowas. Und ja, dass die ganzen Widerstände und so, eventuell noch irgendwas anderes, lässt sich hier einwandfrei drauf machen, aber etwas fehlt. Ich habe ja gesagt, ich würde gerne auf USB gehen. Da brauchen wir dann noch einen Spannungsregler. Und normalerweise ist das eine relativ klare Entscheidung bei mir. AMS-1107, das ist so ein Standardregler. Aber hey, meine Kiste ist gerade leer von den Teilen. Und ja, der AMS-1107 ist auch nicht sonderlich effizient bei so kleinen Strömen wie dem Deep Sleep. Deswegen habe ich mich mal auf die Suche gemacht, ob ich sonst noch irgendwas in meinen Kisten habe. Und ich bin fündig geworden. Ich habe zum Glück noch in der Restekiste das Ding hier gefunden. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht, das ist von einem Fernsehernetzteil. Und wenn wir hier drauf schauen, 3,3 Volt Standby. 200 mA ist zwar ein bisschen wenig, aber was haben wir denn für einen Regler drauf? Und auf der Rückseite findet sich der hier, ein Micel 5209. Und wenn ich richtig das Datenblatt gefunden habe, dann reißt der mal eben 500 mA. Das würde reichen. Na, nehmen wir doch einfach mal den.
Und wenn wir gerade mal über das Datenblatt scrollen, hier oben haben wir 500 mA, das ist schon mal gut. Und Operating Conditions waren ja auch irgendwo, typical bis hoch zu 16 Volt. Ich denke mal, das reicht für uns mehr als aus. Und wenn wir weiter runter gucken, Current Limits, Thermal Shutdown, also wir können nicht ganz so viel kaputt machen. Bei Überhitzung sollte der automatisch ausschalten. Sehr schön. Und ja, Input Cap, Output Cap, werden wir bestimmt irgendwie auch unterbekommen. So viel Platz werden die wohl nicht brauchen. Hier sehen wir irgendwas von einem Mikrofarad. Wird sich bestimmt was finden. Ich habe dann doch noch einen SMD, einen kleinen Elko gefunden, 220 und die Bezeichnung, ich weiß nicht, ob man sie lesen kann auf der Kamera, CFP3G5. Ich habe da schon so eine Ahnung, wo der herkommt. Wetten auf irgendeinem Raspberry Pi, fehlt der jetzt? Ja, okay. Dann nutzen wir den, ein paar hundert Nanofarad, davon habe ich bestimmt noch hier jede Menge. Ja, genau, da unten ist sie, so eine kleine Rolle. Aber ich denke mal, damit kommen wir dann schon irgendwie hin und werden das Ganze hier irgendwie aufs Board gebastelt bekommen. Zumindest mal davon ausgehend, dass der überhaupt noch funktioniert. Den klemme ich jetzt erstmal an und gucke, was für eine Spannung rauskommt. Und das sieht doch perfekt aus. Extrem stabile 3,3000 Volt. Na, damit kann ich leben. Eingang war im Übrigen 5,2 Volt. Also das Maximum, was per USB reinkommen kann. Das sieht gut aus. Ja, liegt zwar auf dem Kopf, aber na, die Elektronen werden schon nicht alle rausfallen. Mal gucken, ob da Strom rauskommt. Und ja, 100 Punkte. Auf der Suche nach einem USB-Kabel bin ich auf das hier gestoßen. Das ist von so einem Transformer. Was ist das? Ich glaube, es ist Samsung oder sowas. Naja, hat mich erst ein bisschen gesträubt, das durchzuschneiden, weil blau ist ja USB 3, ne? Aber da proprietärer Stecker, hey, braucht eh kein Mensch mehr. Von daher durchgeschnitten. Und was kommt raus? Natürlich nur 4 Adern, es ist also nur USB 2 drin. Und dann nochmal Bonuspunkte, denn ja, auf schwarz kommt zwar Minus raus, aber rot ist plötzlich eine Datenleitung. Okay, ich hole ein anderes Kabel. Und das sieht ja schon besser aus. 95 Mikroampere. Boah, damit kann ich leben. Ja, und so sieht das Ganze dann fertig aus. Wir haben hier oben das USB-Kabel, was reingeht. Der große Kondensator am Eingang. Haben dann auf der Unterseite entsprechend den Linearregler. Hier unten nochmal ein Kondensator, ein paar SMD-Kondensatoren unten noch dazwischen an Kerkos. Ansonsten hier innen drin ein Kondensator und Widerstand für den CAPD-Pin. Ein paar Pull-Up-Widerstände für die GPIOs. Und den Sensor hier, der ist natürlich absichtlich wegen Staubschutz und so verkehrt rum montiert. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie beim Löten aus dem Kopf Plus und Minus vertauscht habe. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ab und zu blinkt da diese blaue LED. Und ich würde sagen, er sendet. Und im Moment ist er im Schlafmodus. Und ja, so um die 126, 127 Mikroampere zieht das Ding. Oh, damit kann man leben. Ja, und auch im Volkszähler sieht das Ganze dann entsprechend aus. Wir haben in Rot die Temperatur, in Grün die Feuchte und ja, können dann am Anfang schön sehen, wie es in meiner Bastelecke ist. Dann ein bisschen später eine massive Änderung. Da geht es dann in den klimatisierten Bereich. Man sieht so ein bisschen Zacken. Das ist immer, wenn die Klimaanlage anspringt, wenn der Befeuchter anspringt oder solche Sachen. Und direkt nachdem wir da in den Klimabereich sind, sehen wir, dass diese grüne Linie so nach unten ein bisschen abhaut. Ja, das war dann mal irgendwie die Sicherung vom Befeuchter. Hat er korrekt registriert? Ja, wir sehen dann, irgendwann habe ich den Befeuchter wieder eingeschaltet und seitdem ist alles wunderbar stabil. Und ja, ich kann jetzt einen schönen Blick drauf halten, habe mir auch noch ein kleines Skript dahinter gebastelt, was bei mir dann Krach macht, wenn irgendwie die Temperatur oder Feuchte außerhalb von gewissen Limits sind. Und so haben wir dann innerhalb von ein paar Minuten uns einen passenden Sensor zusammengelötet, der hier ein Auge drauf hält, dass die Klimatisierung stimmt. So, also, hat das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe? Ja, doch, also dafür, dass es jetzt ein Schnellschuss war, funktioniert es auf jeden Fall sehr zuverlässig. Ich hatte bisher keine Abstürze oder irgendwas von dem Ding zu verzeichnen. Und die Tatsache, dass wir diesmal halt eine eigene Firmware drauf haben und nicht irgendwas Fertiges, was die ganze Zeit im WLAN ist, das spart halt auch eine Menge Strom. Für Batteriebetrieb gibt es da immer noch so ein paar Sachen, die mir noch so ein bisschen im Magen liegen. Und ja, normalerweise würde ich sagen, okay, holen wir zwei AA-Zellen, so normale Mignon, die fangen bei 3
Volt an, gehen dann irgendwie runter bis 1,6-ish müssten sie aushalten. Und das ist alles im Bereich, den der ESP8266 als Betriebsspannung nutzen kann. Also das würde wahrscheinlich funktionieren. Und von den Werten, die ich gesehen habe, so Pi mal Daumen, also ein halbes Jahr müsste damit durchaus rauszuholen sein aus so einem Batteriesatz. Problem an der Sache, ja, der DHT22, dieser Temperaturfeuchtesensor, der macht das leider nicht mit. Da sind 3,3 Volt schon die unterste Grenze. Das heißt, da soll es noch nicht mal weiter runtergehen. Das heißt, wir kommen nicht drum rum, irgend noch was an Regulierung reinzumachen. Nächste Idee wäre dann halt irgendwie 3 AA-Zellen zu holen. Dann sind wir bei 4,5 Volt. Dann Low-Drop-Spannungsregler rein, wie ich den hier verbaut habe, so in die Richtung. Problem an der Sache, ja, wir können nur so 2/3, würde ich schätzen, von den AA-Zellen an Kapazität nutzen. Danach sind wir unter 1,1 Volt pro Zelle und damit unter 3,3 Volt. Das heißt, wir betreiben dann den Sensor schon wieder außerhalb der Spezifikation. Möchte man eventuell auch nicht tun. Und wir müssen vor allen Dingen im Hinterkopf behalten, 1,1 Volt, das ist ja schon nahezu die Ruhespannung von einem Akku. Also mit Akkus braucht man da gar nicht anzukommen. Ich habe noch nicht nachgemessen, wie viel es jetzt wirklich ausmacht, wenn der Sensor zu wenig Spannung bekommt. Ob der da dann plötzlich rausläuft mit den Messwerten oder komplett aussteigt. Müssten wir mal machen, aber wie gesagt, das Ding hängt jetzt schon irgendwie im Raum. Werde ich mal so irgendwann anders mal nochmal anschauen. Und ja, wenn man wirklich dann das Ganze effizient machen möchte, wird man wahrscheinlich am Ende nicht drum rumkommen, irgendeine Art von hocheffizienten Schaltregler oder so dabei zu machen oder auf einen anderen Temperatur-Feuchtesensor zu gehen, der entsprechend dann auch mit niedrigeren Spannungen zurechtkommt. Wie auch immer, ich habe jetzt meine Messwerte hier schön im Blick und kann jederzeit feststellen, dass Klimaanlage und Co. das tun, was sie sollen.